Hallo zusammen, hier ist wieder Chilla und hab wieder für euch in Battle for Azeroth unterwegs. Und zwar gibt's heute wieder eine weitere Folge von meinem Collection Update. In dieser kleinen Videoserie gucken wir so ein bisschen aufs Transmog und viele andere Sachen nebenbei, die man sammeln kann. Und dementsprechend habe ich da ein Addon und das schimpft sich All the Things. Und ja, letztes Mal waren wir bei auch, glaube ich, 98,25 und jetzt sind wir bei 98,52, sind jetzt Nachkommastellen, klingt nach nicht viel, ist es aber tatsächlich schon, einfach weil die Overall-Anzahl, glaube ich, hier 55.000 sind. Ich lasse mir jetzt nur noch die Items anzeigen, die mir fehlen. Das ist dann so ein bisschen angenehmer und dann sieht man auch so ein bisschen besser, was man noch braucht. Warte mal, ich kann euch das mal zeigen, wenn ich jetzt hier, irgendwo gab es da, ja, keine Ahnung, eins von denen war es. Ich glaube, ich stelle da jetzt, hier genau. Seht ihr, es sind 57.388 Items, die ich mal anzeigen lasse. Und 56.543 habe ich. Und da sind aber auch Sachen drin wie Achievements, Toys, Pets, Mounts, Follower aus allen Expansions, Garnisonen, Ordenshalle und so weiter. Also sehr, sehr viel Zeug. Und dementsprechend ist die Zahl da hoch. Aber ich zeige mir jetzt nur noch, oder lass mir nur noch das anzeigen, was mir fehlt. Heißt, wir haben jetzt in der letzten Woche, also 7 Tage, 155 neue Sachen geholt, was eigentlich schon ganz gut ist, muss ich sagen. Bloß jetzt so gegen Ende wird es natürlich immer schwieriger, die Sachen zu holen, die fehlen, weil es dann meistens die Sachen sind, die halt ein bisschen ätzender sind. Gut, ich würde sagen, wir fangen von oben an, was ich die Woche gemacht habe. Ich habe natürlich jetzt wieder angefangen, die Dungeons von, ja, ich hätte jetzt gesagt Classic runter bis Legion zu laufen mit meinem Main. Einmal alle durch. Classic skippe ich ja im Moment so ein bisschen, weil da ja nur die Items drin sind. Habe ich ja die letzten Male schon gezeigt. Die BOE sind, die Zonendrops sind, kann man nicht gescheit farmen. Deswegen die 6 Items, die mir jetzt in Classic noch komplett fehlen, versuche ich mir so ein bisschen mal hart zu holen. Es waren, glaube ich, letzte Woche noch 7. Ich habe mir einen Kolben, der eigentlich immer so zwischen 50 und 200 km/h ist, hier auf Antonidas für 5000 geschossen, was sehr, sehr gut ist, tatsächlich. Dann in Wortel war ich jetzt auch wieder unterwegs. Viele Sachen fehlen mir nicht. 5 in Nax, 13 in Uldur, wobei es ist sogar weniger, weil hier im Normal und im Time Walker sind es, glaube ich, die gleichen Items. Also eigentlich sind es nur 7 Items, die mir jetzt hier in Uldur fehlen. Die werden halt doppelt angezeigt. Und auch das ist, es sind nicht 845, sondern weniger, weil manche Sachen sind halt in mehreren Rubriken drin. Und dementsprechend werden sie doppelt angezeigt. Zum Beispiel auch bei Jock hier, diese Brust, ne, die wird hier einmal angezeigt. Und dann bei Außenbereiche, Nordend, Dalaran, gibt es einen Händler, der das Token in die Brust umwandelt und hier werden sie nochmal angezeigt und denselben Händler gibt es auch noch in der verheerten Küste und dann wird es hier nochmal angezeigt. Also das ist, ja, teilweise ein bisschen blöd, aber wenn man dann einmal so ein Teil hat, dann werden gleich viele Dinge abgeschlossen, was auch ganz gut ist, ne? Also dann hat man, kann man so einen größeren Haken hinter gewissen Sachen setzen, ja. Gut, ich würde sagen, hier die einzelnen Teile, viel fehlt mir immer nicht mehr. Hier sind es jetzt noch 37, das ist tatsächlich schon noch ein bisschen mehr. In der Prüfung sind es jetzt noch 6. In Cutter hoffe ich, dass die Woche endlich die Musikrolle droppt. Das ist das Einzige, was mir in komplett Cataclysm noch fehlt. Mist of Pandaria sind wir auch ein bisschen weiter gekommen. Mogushan-Gewölbe, 5 Items noch. Terrasse haben wir noch 2. Wobei es ist auch nur 1 eigentlich, weil das von 2 Bossen das gleiche Item ist. Auch wieder weniger, als man denkt. Dann im Thron des Donners brauchen wir noch 20, da muss ich sogar auch noch ein LFR rein. Also da waren wir im LFR, Normal und im HC noch Items. Shadowpan-Kloster und Tempel habe ich ja erstmal ausgeklammert, weil das ein Random-Drop vom Endboss ist, der irgendwie 0,3% hat. Also so 200, 300, 400 Runs muss man wahrscheinlich laufen. Das werde ich wahrscheinlich erst machen, wenn ich die Dungeon-Sachen habe. Und dann Warlords of Draenor sind wir auch einen Tick weitergekommen. Hochfels sind es nur noch 7 Items. Schwarzfelsgießerei sind wir noch bei 22. Da brauchen wir auch noch was aus dem LFR. Und in der Höllenfeuer-Zitadelle sind es auch nur noch 14 Items. Also es sind immer nur noch ein paar Items hier pro Schwierigkeitsgrad, was eigentlich ganz nice ist. Also da kommen wir auch langsam weiter. Und Legion ist ja das, was ich quasi jetzt am neuesten angegangen bin. Da war ich letzte Woche auch wieder alle Dungeons. Und das Gute, also ich zeige euch erstmal so, was wir allgemein haben. Im Albtraum sind es noch 12 Items. Im Prüfung der Tapferkeit sind es noch 13. Aber ich habe hier Mythic-Modus fertig. Und das Mythic-Modus wegzuhaben ist sehr gut, weil ich habe es diesmal alleine gemacht. Also Prüfung der Tapferkeit komplett alleine gemacht. Das geht. Es ist beim ersten Boss ein bisschen ätzend, weil der ja
du zwei Bosse hast und die, wenn die zusammenlaufen, du, wenn du alleine bist, rennen sie zusammen, haben sie so ein Schild mit 99% weniger Damage. Und dann muss man quasi die ganze Zeit im Kreis kiten und zwischen den casten sie was und dann den Sprint ziehen, dass sie weit genug auseinander sind und ganz schnell viel Schaden machen. Und im, blöderweise hier im mythischen Schwierigkeitsgrad haben die, glaube ich, so ein bisschen über 1 Million live. Und hier hat man ja kein Damage-Scaling, also dass man mehr macht und innerhalb von einer Sekunde 1 Million runterzuhauen, das kriege ich noch nicht ganz hin. Aber das macht man ein paar Mal, die auseinanderziehen, dann geht's. Es ist mühsam und mit einer Gruppe wäre es wesentlich schneller, aber es geht. Und da ich jetzt Mythic weg habe, muss ich den Scheiß halt nicht mehr machen. Ne? Das ist halt ein Timesaver. Nighthold sieht auch gut aus. 11 Items sind es noch. Viel im LFR. Im Normal nur noch eins. Und im Heroic sind es noch 4 Bosse. Ne? Mythic haben wir hier auch weg. Dann Grabmal des Sagaras. LFR sind es noch 3. Normal sind es noch 6 Items. HC sind es noch 6 Items. Und das Gute ist, im Mythic, seht ihr, sind es nur noch 2 Items. Das hat zwei Gründe. Einmal habe ich bei Kill Jaden das Item gekriegt und die Leute, die jetzt schon mal Kill Jaden nachgefarmt haben, wissen, das ist der schwerste Boss in Legion noch, weil du halt einfach mehrere Leute brauchst. Da der Boss halt mehrere Movement-Mechanik hat, die dich halt instant killen, weil sie dich von der Plattform kicken. Ne? Und 90% von der Leute, die du random aufgabest, die kriegen das halt nicht geraffelt mit der Mythic-Mechanik. Also du musst den eigentlich mit ein paar Leuten zuschmeißen, dass du den easy killen kannst. Alles andere haust du One-Shot-mäßig quasi um, aber der Boss, der muss halt mit Random-Gruppen immer geprogressed werden. Und da bin ich sehr froh, dass ich den weg habe. Jetzt muss ich halt nur noch den ersten Boss und die Maid machen. Oder zweiter ist es eigentlich. Ne? Ich glaube, du kannst ihn auch als erster machen. Und einen Transmog-Umhang hätte ich ja eigentlich noch gebraucht. Den habe ich mir aber für 25k im Auktionshaus gekauft, weil jetzt Transmog-Loot, den kriegst du richtig dreckig in den Legion-Dungeons. Und dann bei Argus sieht es ähnlich aus. LFR brauche ich tatsächlich noch am meisten. Das sind es 9 Items. Normal 8. Heroic sind es noch 8 und im Mythischen sind es nur noch 4 Items. Und da ist unter anderem sind halt die beiden Sicheln dabei. Ne? Die blaue kannst du ja in jeder Schwierigkeitsstufe holen und die rote nur im Mythischen Modus. Und wenn es gut läuft, dann kann ich bald Runs machen, wenn ich hier bei Imona und Kingaroth das Zeug kriege, dass ich nur immer den Endboss mache. Ne? Du kannst dich ja hochporten, mit, wenn du die Quest gemacht hast, und dann kann man vielleicht ein bisschen kürzere Runs machen. Im Endeffekt ist es halt, bis ich halt ne, von Wrath of the Lich King bis Legion alle Dungeons laufe, das ist halt schon viel Zeit, weil es halt auch noch viele Schwierigkeitsgrade sind. Und am längsten dauert natürlich Legion, weil man da das Scaling nicht hat und man alle möglichen Geschichten angeht. Ich habe auch ein bisschen hier versucht, die Umhänge zu farmen aus den 5-Mann-Instanzen, bin da aber noch nicht so zugekommen, weil ich die meiste Zeit tatsächlich in den Dungeons unterwegs war. Dann haben wir zusätzlich noch ein bisschen in den Außenbereichen auch was gemacht. Mir fehlt jetzt auf Kalindor eigentlich nur noch so ein Random-Hemd, das versuche ich aber irgendwann mal hart zu snipen. Ihr seht, es war mal drin für 300.000 Gold. Das ist so ein Zonendrop, der ist ein bisschen ätzend. Und ich muss noch so eine Quest machen, wo man diese Kiste kriegt. Aber anscheinend habe ich die irgendwann mal gemacht. Und da die Kiste, also wenn du eine Quest machst und die abgeschlossen hast, kriegst du alles Transmog, was diese Quest gibt. Auch als Lederträger kriege ich auch das Platten-Transmog. Das Problem ist, wenn natürlich eine Kiste bei der Quest droppt, dann kriege ich den Inhalt nicht gut geschrieben. Und anscheinend habe ich das damals irgendwann gemacht, diese Quest. Und jetzt muss ich die mit irgendeinem Twink nochmal so weit hinquesten. Ne? Also das müssen wir irgendwann mal noch angehen. Dann östliche Königreiche brauche ich jetzt bloß noch Morose. Das ist ein Anhänger in der Ordenshalle. Ich habe übrigens ein paar Fische gefischt. Ne? Das zeige ich euch nachher bei den Fischen noch, die selten sind, die ein bisschen dauern. Also den Fisch in OG habe ich gefischt und den Fisch in IF. Und ich habe im Internet ein bisschen nachgelesen. Die meisten haben so geschrieben, um 2.000, 3.000 Tries haben sie gebraucht. Also Angelwürfe, bis sie die Fische hatten. Und ich habe bei dem in IF, habe ich 250 gebraucht und im OG waren es 500-600. Also es, klar, es ist auch viel Angeln, aber ich habe es meistens nebenbei gemacht und dafür hatte ich echt Luck, muss ich sagen. Und dann habe ich mir noch einen Fisch gekauft, den man im Nordend holen kann. Den konntest du auch mal kaufen, habe den so gelernt. Den habe ich, glaube ich, für 25k auf einem anderen Server gefunden. Und so im Schnitt kostet der eigentlich irgendwas zwischen 100 und 200k. Also da haben wir auch einen guten Schnapper gemacht. Ich bin nämlich auf 5, 6, 7 Servern unterwegs, wo ich Gold habe. Und da schaue ich jeden Tag immer, ob irgendwelche Transmog-Sachen drin sind. Dann, denn so diese random World Drops, die will ich eigentlich nicht farmen, weil da farmst du dich dumm und dusselig. Und da versuche ich lieber mal einen günstigen Schnapper immer hart zu machen. Dann bei der Scherbenwelt haben wir nur noch die eine Quest von den Seern. Ich bin ja im Moment Aldor mit dem Char, also das müsste ich wahrscheinlich auch mit dem Twink irgendwie machen. Wollen wir mal gucken.
Dann Nordend ist es den Fisch, den ich noch hier letzte Woche hatte. Wie gesagt, den habe ich geangelt. Oder nee, den habe ich nicht geangelt. Den habe ich im AH für die 25k gekauft. Jetzt fehlen mir halt nur noch die zwei Brüste. Ja, Brüste ist da, glaube ich, oder zwei Brustplatten, um es jetzt vielleicht weniger anstößlich zu machen. Die halt von Yoxaron droppen. Das ist irgendwie die Heiler- und die Eulen-Variante. Die sehen halt komplett gleich aus. Warum die unterschieden werden, ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall werden sie hier in dem Addon unterschieden und deswegen muss ich mir die auch noch holen. Und selbiges ist halt auch hier drin, ne, in Legion. In Legion habe ich auch alles fertig, bis auf diese Brustdinger, weil du die halt auch da beim Händler kaufen kannst in Dalaran. Über ein Token, was du in Ulduar kriegst. Das Token kannst du auch direkt umwandeln in die Items, oder du kannst es auch beim Händler umwandeln. Deswegen sind sie beim Händler auch drin. Und dann habe ich auch Sturmschild, seht ihr, 16 Items. Und die kannst du einfach bei dem Händler gegen Gold kaufen. Die kosten hier zwischen 5 und 10k pro Item, also relativ teuer. Und die werde ich mir mal auf irgendeinem Server kaufen, wenn ich mal Gold loswerden will, also sprich den Server clear machen, den Char löschen will. Dann werde ich die mir da kaufen, weil ich glaube, du brauchst keinen Ruf, du brauchst einfach nur Gold. Ja? Ich schätze mal, so 200k Gold brauchst, dann kannst du alle Umhänge kaufen. Also Draenor bin ich soweit durch, die ganzen Rares habe ich. Das war. Manche waren ein bisschen ätzend von den Rares, dass ich sie gespawnt bekomme, aber die haben wir alle. Dann Argus, hatte ich glaube ich letztens auch schon. Da sind die Stiefel, da muss ich einfach so Splitter auf Argus farmen und diese Stiefel holen. Es gibt glaube ich, also du brauchst so Argonit, heißt das, meine ich. Du brauchst 650 von dem Zeug und dann kannst du dir ein Token kaufen. Und bei dem Token gibt es halt irgendwie, ich glaube, 32 Vorlagen waren es, die rauskommen können. Es ist halt ein Gegamble, dass das Richtige rauskommt. Und ich habe leider auch die Woche nicht das Richtige gekriegt. Und dann haben wir eigentlich noch schon wie die letzten Wochen in Boralos. Die World Quest Geschichte, beziehungsweise in Zandala auch das mit den World Quests, ne? Das hatte ich ja euch schon gezeigt. Nichts Besonderes, da muss ich halt einfach mal eine Waffenkiste, beziehungsweise eine Rüstungskiste kriegen und dann auch wieder gegammelt das Richtige rauskommen. Nasjatar ist auch nochmal Divas Labor. Das muss. Ah, das kann ich in Ordnung machen, fällt mir gerade ein. Das habe ich auch noch offen, genau. Das ist Außenbereich. Außenbereich sind es nur noch 39 Items und wie gesagt, 16 kann ich mir direkt beim Händler kaufen. Da habe ich jetzt schon gut aufgeholt und vier davon sind auch schon wieder aus Ulduar von dem einen Teil. Also Außenbereiche habe ich sehr, sehr gut aufgeholt. Da kann man nichts sagen. Dungeons geht auch voran. Dann Weltbeute, da hat sich nichts geändert. Das ist immer noch die Splitterklinge und das Rezept. Mehr ist es da drin tatsächlich nicht. Dungeons Party Sync habe ich auch nichts weiter gemacht. Da werde ich wahrscheinlich mit einer Kollegin demnächst mal noch leveln, dann werden wir uns das mal noch holen. Erfolge haben wir ja alles, bis auf diese Rank 1-Geschichte und den Hero für die Season, aber das werde ich auch wahrscheinlich nicht mehr machen. Und dann sind wir bei Erweiterungsfeatures, genau. Und da habe ich jetzt eine Waffe hier gekauft bei dem Typen und bin bei der zweiten dran. Das ist einmal für so Tokens, ne? Da farm ich, versuche es jetzt jeden Tag zu machen, hier die Tol'Barad-Tokens zu farmen, aber naja. Mal gucken, 40 habe ich, 85 brauche ich, dann kann ich mir die nächste Waffe holen. Dann bei der Garnison habe ich jetzt hier ein bisschen weitergemacht. Und zwar gibt es hier bei Buildings, also den Hut, das habe ich noch nicht gefarmt. Das hatte ich ja auch schon mal erzählt, den kann man einfach für Fische farmen. Braucht man diese Glücksbringer-Dinger. Hier bin ich dran, da habe ich mir eine von fünf Waffen jetzt geholt. Da braucht man diese blöden drei naiischen Samen. Und da gucke ich schon immer, dass ich jeden Tag in der Garnison, ihr seht, ein paar Samen habe ich schon, dass ich den Kräutergarten loote. Ich weiß es, ich habe mir auch einen Kräuterkundenchar gemacht, mit dem kann man es halt dauerhaft farmen. Habe auch schon ein paar mit einem anderen Char gefarmt, aber ich mache da so einen Mix draus. Ne? Ich versuche mit ein paar Chars jeden Tag den Kräutergarten einmal zu machen und dann versuche ich den Rest mit dem ja, Kräuterchar quasi Kräuterkundler einmal wegzuluten. Also das, ja, das ist eine Zeitsache, ne? Hier mit diesen ganzen Spitzhacken und Rechen und was man sich da alles holen kann. Und dann habe ich jetzt noch eine beschissenere Sache, wo ich jetzt rausgefunden habe, wie es genau funktioniert. Und zwar gibt es hier dieses Gasthaus und da gibt es hier diese Follower, ne? Und warte mal, wir können mal aus Interesse auch gerade mal kurz gucken, wie viele Follower es denn insgesamt sind. Warte mal, wo waren das jetzt mit den. Was musste ich jetzt hier? Hier, Remaining Things. Also, es sind insgesamt 244 Follower, die du aus dem Shit hier rauskriegen kannst. Ne? Also, das sind vier, fast 5 Jahre, wo du durchgehend mit einem Char die Follower jeden Tag holen müsstest. Du kannst aus dem Gasthaus jeden Tag einen Follower holen, dass du alle hast mit einem Char. Ich habe natürlich nicht 218 von 244 mit einem Char, aber das Gute ist nämlich, das zählt account-wide. Und ich habe mir jetzt letzte Woche mit allen Chars einmal eingeloggt und halt die Typen geholt, ne?
Und jetzt, ich glaube, ich war bei irgendwie um die 40 und jetzt haben wir nur noch, ich glaube, unter 30, 28, 27 oder so. Warte mal, jetzt machen wir das andere Ding wieder rein. 26 sind es sogar nur noch. Und ich muss jetzt die Woche auch wieder mit allen durchloggen und mal gucken, ob ich die Typen bekomme. Heißt, ich gehe da hin, quatsch den an und schaue, okay, welchen brauche ich. Man hat immer drei zum Auswahl und suche mal dementsprechend einen aus. Ja, ich hoffe also, dass ich das bald fertig kriege. Ich habe ja relativ viele Chars auf dem Main-Account und kann die halt alle durchloggen. Mit einigen muss ich halt die Garnison noch freispielen und dann zu einer Zweiergarnison basteln und das Gasthaus stellen, das Gasthaus hochbasteln. Das ist manchmal ein bisschen nervig. Vor allem auf Servern, wo ich kein Gold mehr habe. Ich habe ja auf manchen Servern komplett auf 0 Gold gemacht, weil ich mir einfach alles Transmog aus dem Haar gekauft habe, weil ich dachte, ich brauche auf dem eh kein Gold. Und dann hatte ich 0 Gold und dieses scheiß Upgrade kostet mich halt 2000 Gold, Pi mal Daumen, ne? Um halt die Garnison abzugraden, den Plan zu kaufen für das Zeug und so. Und dann musste ich auf diesen Low-Pop-Servern, wo ich nichts habe mit den Chars, die auch kein Gear haben, irgendwie Gold machen. Da habe ich einfach LFR. Legion rein, LFR WOD reingequeued und hab dann einfach das Zeug verkauft und hab dann das Gold für die Pläne gehabt. War aber ein bisschen ätzend, mit diesen ganz null equippten Chars da durchzulaufen. Genau, was haben wir dann noch? Dann haben wir hier noch Garnisonsinvasion. Da habe ich jetzt einen Umhang gekriegt. Das Gute ist, diese Umhänge, die droppen aus der kleinen Garnisonsinvasion. Also sprich, wo du einfach so Wellen an Gegner besiegen musst. Ich habe schon Angst gehabt, dass man die nur hier rauskriegt, diese Bosse. Weil diese Bosse zu bekommen, ist halt richtig arschschwer. Also da musst du so viele Mobs für killen, dass du so einen Boss triggerst. Richtig ätzend. Also wenn man von denen noch Transmog braucht oder die Mounts, dann gute Nacht. Das nachzufarmen ist eins der ätzendsten Sachen, die es überhaupt gibt in dem Spiel, würde ich mal so behaupten, als jemand, der sich doch relativ gut auskennt in so Sammelgeschichten. Also, ja, ich hoffe für euch, dass ihr von denen nicht mehr die Mounts braucht. Aber die Transmog-Sachen gibt es auch aus den kleinen Invasionen und die kann man, wenn man einfach eine bestimmte Art von Mobs auf Draenor lang genug umklopft, kann man sie quasi triggern. Also, du machst die Mobs auf dich sauer. Ich weiß jetzt halt nicht, wie viele du killen musst, das muss irgendwo einen internen Counter geben, der das halt mitzählt. Und dementsprechend kann man die dann irgendwie bekommen. Genau, das haben wir fertig. Das letzte, was ich jetzt hier noch habe, ist was mit Quests. Und da gibt es Muradin, in der Garnison steht. Und den musst du quasi finden. Der ist halt random in verschiedenen Garnisonen da. Also der kann bei dir auch die ganze Woche nicht da sein. Der gibt dir eine Quest und aus den Quests kannst du so Items kriegen. Ja. Also aus dem Sack, besser gesagt, kannst du dann die Items kriegen, ne? Die du umwandeln kannst. Also der wird wahrscheinlich auch noch ein bisschen ätzender. Muss ich mal gucken. Genau, das ist jetzt die Garnison, dann die Ordenshalle. Da brauche ich jetzt noch mal Rose. Da kann man ein Item im neuen Karasan von ihm looten. Ich habe heute nachgeschaut, glaube ich, eine 1%, bisschen über 1% hat das Drop-Chance. Das kann ich aber spammen, weil man es auch im HC machen kann. Lustigerweise, Karasan hat im HC kein Daily-Lockout, sondern gar kein Lockout. Du kannst es so oft machen, wie du. Gut, halt wahrscheinlich 10 Mal in der Stunde den Lockout hat schon, aber halt normalerweise haben HC Instanzen einen Daily-Lockout. Hat das irgendwie nicht, habe ich heute rausgefunden. Da im HC kann es auch droppen. Nicht nur im Mythic-Modus. Und ich habe heute, warte mal, ich kann euch das zeigen, den anderen Typen fertig gekriegt. Wo ist er? Anhänger? Den hier, Fleischklops. Den habe ich heute fertig bekommen. Damit mu musste ich in einer Kampfgilde einen bestimmten Typen, Ozu oder so hieß der, umhauen und dann einige Missionen in der Ordenshalle machen. Und dann gab es den Typen hier. Also den habe ich fertig und den zweiten, den man holen kann, Morose, den muss ich nur machen. Und dann ist jetzt hier noch die Questreihe für die Artefaktwaffe vom Feldruiden, den Hidden Skin, den musste ich auch noch irgendwann machen, aber ja, mal schauen. Das Zeug ist gleich geblieben, das ist Warfront, ne? Da, die ist die Woche auch, vielleicht kriege ich eins von den Teilen, mal gucken, muss ich mit dem Twink mal reingehen, mit dem Rogue. Uldur ist auch gleich geblieben, von den Rares, den Dolch muss ich auch mit dem Rogue machen. Ereignisse, da habe ich nichts Neues gemacht, da können wir eigentlich, brauchen wir nicht reingucken, fest. Tage auch nicht, PvP habe ich auch nichts Neues hergestellt. Da fehlt mir immer noch der Juwelkopf, das ist auch nichts Neues. Berufe, ich weiß nicht, habe ich das letzte Woche schon gemacht oder habe ich das die Woche gemacht? Ich habe alle Nomi-Sachen fertig. Jetzt fehlt mir bei Kochkunst nur noch der Disteltee, den kann ich nicht kriegen, weil ich kein Rogue bin. Also den kann nur ein Schurke kriegen. Ich weiß nicht, ob das Addon es zählen würde, wenn ich mit dem Rogue das Rezept mir hole, ob es das mittrackt. Ich weiß es nicht. Ich werde das mal die Tage ausprobieren. Also Disteltee brauchen wir hier noch. Dann Schmiedekunst. Ist es der Plan, wo ich RBG spielen muss? Und diese tückische Mithril-Klinge, das ist ja der World Robin Classic. Mal gucken, ob ich das irgendwann noch krieg.
Archäologie hat sich nichts geändert. Und Angeln hatte ich ja 6 Fische. Wie gesagt, 2 habe ich mir geangelt, sowohl den SW, in EF als auch in OG. Und dann den gekauft aus Nordend. Und jetzt habe ich hier noch 3 weitere. Und die kannst du aber alle im AH theoretisch kaufen. Aber ihr seht die Preise abnormal. Und du kannst ja halt auch angeln, ne? Aber halt zu extrem lowen Chancen. Und einer von denen hier, den hier kriegst du beim Angelwettbewerb. Und ich werde mal beim Angelwettbewerb nächsten Sonntag vorbeigucken und mein Glück versuchen, ob ich den Fisch kriege und noch ein paar andere Sachen, die ich da haben will. Genau. Und sonst werde ich halt mal Augen offen halten. Vielleicht haut den irgendjemand mal ins AH. Mal gucken. Oder ihr angelt den und ich kaufe euch den Fisch ab. Weil ich weiß nicht, Angeln ist halt immer so eine Sache. Sets hat sich auch nichts geändert und Factions auch nicht. Genau, dann sind wir eigentlich soweit durch mit dem Update. Wie gesagt, 145 Items haben wir uns geholt. Und ja, mal gucken, was wir nächste Woche so einsacken. Eins noch zum Schluss. Ich kann euch nur eins zeigen. Ich spiele mit dem Gedanken, ich habe ja hier bei den Filtern bewusst die Angeln rausgenommen, weil du Angeln kannst du nicht als Transmog lernen. Du kannst sie zwar im Inventar haben, ne? Aber du kannst sie nicht als Transmog lernen. Und dementsprechend musst du bei Angeln, musst du quasi die nur dem Addon sagen, okay, ich hatte die Angel mal, dann kannst du weghauen, aber du hast nie das Transmog. Das fand ich irgendwie dumm, mir die dafür nur fürs Addon zu farmen. Jetzt habe ich mir gedacht, komm, irgendwann will ich eh alles haben, haken wir sie rein. Wenn ich jetzt hier das ausmache, seht ihr, das sind über 80 Items Unterschied, obwohl es nur, warte mal, ich kann euch das mal zeigen. Obwohl es, glaube ich, nur 5 oder 6 Angeln sind. Seht ihr das? Das sind die Angeln. Das Problem ist, hier, also das kriege ich beim Händler, bei Ned Pegel in der Kasrang-Wildnis. Das kriege ich auch bei einem Händler in den Kaluak. Das sind hier so Viecher in Nordend. Und was war, das kriegst du auch bei Ned Pegel, aber in der Garnison, ne? Also diese 3 Teile kannst du beim Händler kaufen, aber dafür musst du halt auch so Marken farmen, vor allem bei der Garnison ist eine langwierige Sache. Und diese beiden hier, die hier, kriegst du aus so komischen Angelsäcken raus von Angeldailies. Alle möglichen Angeldailies geben in so einen Sack und das hat halt eine 0, irgendwas Chance, dass sie rauskommen. Und das Witzlose ist halt, warum das hier so viel ausmacht, obwohl es nur ganz wenige sind. Wenn wir jetzt hier auf Außenbereiche und dann hier östliche Königreiche gehen, dann sind jetzt hier Angeln drin, Angeln, und dann sind diese ganzen Dailies und dieser Sack immer drin, ne? Also ihr seht mal, wenn ich dann die beiden Angeln hätten, dann wären halt, obwohl ich nur 2 Sachen habe, irgendwie 40 Dinger fast raus. Das ist ein bisschen, naja, ein bisschen komisch. Deswegen blende ich jetzt Angeln erstmal aus, weil es das Ganze halt unnötig verzerrt und werde mal mich so nebenbei dran machen, die zu holen, ne? Dass ihr da seht, dass ich Angeln habe ich halt jetzt erstmal noch, wie ich es am Anfang angekündigt hat, rausgenommen. Ich schaue mal, dass ich die mir so nebenbei hole, dass es dann nicht so komisch verzerrt ist, weil das für 6 Items über 40 Dinger hier angezeigt werden, ist ein bisschen komisch. Gut, damit wären wir am Ende von dem kleinen Update. Ich hoffe, dass ich die Woche vielleicht wieder das ein oder andere Dungeon abschließen kann, dass ich gar nicht mehr rein muss und ja, dass ich dann vielleicht schon mal langsam mir die 5-Mann-Dungeons in Legion vornehmen kann und dann irgendwann zu BFA kommen, weil da können wir dann das Ganze auch in Gruppen machen. Also hier müssen wir dann definitiv auch Transmog-Gruppen basteln, um das effizient zu farmen. Gut, dann sind wir am Ende von dem Video. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart und dann sehen wir uns gerne nächste Woche wieder. Euer Tela, bis dann. Ciao.